Nach der wieder verbesserten Anbindung Zwickaus an das mitteldeutsche Eisenbahnnetz mit den Strecken Hof-Dresden sowie der S-Bahn-Verbindung nach Leipzig soll es nun, beginnend mit dem Bahnhofsvorplatz, wieder einmal gelingen, die Bahnhofsvorstadt attraktiver zu machen. Die Bahnhofsvorstadt. Dieses Areal, oft mit der Bahnhofstraße assoziiert, diesem schon vor Jahren eigentlich gescheiterten Versuch, eine Flaniermeile zu schaffen. Viele haben seitdem die gesamte Bahnhofsvorstadt abgeschrieben. Doch das Gebiet zeigt in Wirklichkeit ein vielfältiges Leben. Am Samstag startete im Generationenpark Luther direkt an der Lutherkirche das alljährliche Familienfest. Und da war wirklich für alle etwas dabei. Ein wirkliches Fest für alle Generationen. Die einen konnten sich beim Fußball an der Stange austoben, es gab Kinderschminken, Bastel- und Krabbelecke für die Kleinsten, aber auch genügend Angebote für die etwas Größeren, wie das Schachspiel. Und das nicht nur am Tisch. Auch ein großes Feld auf dem Boden, mit Figuren, die mancher Spieler schon mit zwei Händen tragen musste, führte viele an diese Sportart heran. Eines war auffällig. Ohne großes Pathos, ohne Sonntagsreden, so ganz natürlich waren Menschen verschiedenster Herkunft an der Lutherkirche. Ganz gleich welcher Hautfarbe, ob nun mit oder ohne Kopftuch, alle hatten einen wirklich ungezwungenen Umgang miteinander. Gläubigen Christen fällt das natürlich auch etwas einfacher als anderen. War doch Jesus Jude und ein Großteil des Heiligen Landes liegt in der heute arabischen Welt. Mittendrin die Diakonie als christliches Hilfswerk, aber auch Vereine wie Wir im Quartier oder Lebensraum. Denn viele Menschen haben erkannt, dass die Politik und die Kommunen zwar die Rahmenbedingungen und die Infrastruktur schaffen können, doch mit Leben füllen, das können nur die Bewohner selbst. Und so gab es zahlreiche Gespräche mit den Vertretern dieser Vereine, zum Beispiel über Fördermöglichkeiten bei Baumaßnahmen und vieles mehr. Apropos Baumaßnahmen. Auch die Lutherkirche hat eine umfangreiche Erneuerung hinter sich. Der Innenraum erstrahlt in neuem Glanz, hell und freundlich, mit vielen Einbauten, die Veranstaltungsabläufe einfacher machen. Pfarrer Jens Buschbeck kann sich über eine weiter modernisierte Technik freuen. Und auch diese wird genutzt, um Neuankömmlingen die Eingliederung leichter zu machen. Zweisprachige Gottesdienste in Deutsch und Farsi sind hier inzwischen Normalität. Einfacher kann man die neue Sprache eigentlich nicht lernen. Ganz klassisch dagegen die Orgel, die schon immer, wie man so schön sagt, in Schuss gehalten wurde. Überhaupt sind gut gepflegte Orgeln oftmals einer der Anziehungspunkte in Kirchen. Fast schon könnte man sagen, Deep House-Fans, ab in die Lutherkirche. Die größte Orgelpfeife hat eine Frequenz von 16 Hertz. Das kribbelt so richtig schön im Bauch. Insgesamt sieht man also, die Bahnhofsvorstadt muss niemand abschreiben. Im Gegenteil, es ist ein bunter, lebendiger Stadtteil und das wird auch in Zukunft so bleiben.